Okay, dann würde ich tatsächlich auch beginnen und Sie ganz alle herzlich zu unserer heutigen zweiten Podiumsdiskussion zum 7. Oktober mit dem Titel Resonanzen, Möglichkeiten und Grenzen kritischer Bildungsarbeit begrüßen. Wenn ich von uns spreche, dann meine ich den Lehr- und Forschungsbereich Soziale Ungleichheit und politische Bildung des Instituts für Erziehungswissenschaft, den Lehr- und Forschungsbereich Konflikt, Trauma, Gewalt des Instituts für psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung und last but not least die österreichische Hochschülerinnenschaft Innsbruck. Wir haben diese kleine Podiumsreihe zum 7. Oktober gemeinsam konzipiert, da dieses Datum nicht nur eine Zäsur im israelisch-palästinensischen Konflikt darstellt, welches sich global auswirkt, sondern eben auch und insbesondere für unsere Veranstaltung heute gilt es, weil es unsere eigene Bildungsarbeit vor große Herausforderungen stellt. Am 7. Oktober starben mehr Jüdinnen und Juden als an jedem anderen Tag seit der Shoah. Die Brutalität und die genozidale Botschaft des Massakers führte zu einem von der Hamas einkalkulierten Gegenschlag, der sich nun zu einem bereits über 100 Tage andauernden Krieg ausweitete. Gestern kam die Meldung, dass es eventuell Hoffnung auf einen Waffenstillstand von 2 Monaten gibt, aber sicher ist es nicht. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gaza Ministry of Health sind bereits mehr als 25.000 Menschen bei diesem Krieg umgekommen. Die meisten davon sind Zivilistinnen, auch weil die Hamas-Kämpfer vor den flächendeckenden Bombardements in ihrem Tunnelsystem vergleichsweise gut geschützt sind. Gleichwohl löst diese Art der Kriegsführung weltweit und insbesondere bei Angehörigen der Geiseln große, große Proteste aus. Paradoxerweise befeuerte das Massaker der Hamas ab Tag 1 den Antisemitismus in den unterschiedlichsten Milieus. Bereits am 7. Oktober selbst wurde weltweit der Terror der Hamas als Befreiungskampf, als Widerstand oder als Akt der Dekolonisierung begrüßt. In Deutschland und Österreich sind seitdem die antisemitischen Straf- und Gewalttaten sprunghaft angestiegen. Parolen, körperliche Übergriffe, Markierungen an Häusern, in denen angeblich Jüdinnen und Juden wohnen und Angriffe auf Synagogen und Gedenkstätten sind wieder Teil der Normalität. Gleichzeitig, und auch das gehört zum Bild und zur heutigen Diskussion dazu, wird dieses Klima von vielen PolitikerInnen zum Anlass genommen, den eigenen Antisemitismus abzuspalten und über das Narrativ des importierten Antisemitismus rassistisch zu legitimieren. Parallel zu diesen Entwicklungen wird der Ruf nach politischer Bildung zu dem Komplex immer lauter. Aber haben wir es wirklich mit einem Mangel an Wissen um die Funktions- und Wirkungsweise von Antisemitismus zu tun? Ein Blick in die universitäre Landschaft lässt diese Vermutung beinahe zu. So konnte keine der 3 Präsidentinnen der Elite-Universitäten Harvard, dem MIT und der University of Pennsylvania mit einem eindeutigen Ja auf die Frage antworten, ob, Zitat, der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex ihrer Universität verstoße. Hintergrund der Anhörung war die Tatsache, dass sich ab dem 7. Oktober, insbesondere an amerikanischen Elite-Universitäten, antisemitische Demonstrationen und Äußerungen bis ins Lehrpersonal hinein Bahn brachen. Doch nicht nur an amerikanischen Universitäten scheint Antisemitismus durchaus salonfähig zu sein. An der FU Berlin wurde etwa von pro-palästinensischen AktivistInnen ein Hörsaal besetzt und gleich im Eingangsstatement Israel das Existenzrecht abgesprochen. An der Hochschule für angewandte Kunst in Wien wurde behauptet, es habe am 7. Oktober keine Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gegeben. An vielen deutschsprachigen Universitäten und in großen Teilen der Linken herrscht ein Klima, in dem Opfer terroristischer Gewalt als nicht betrauerbar und Geiseln in den Händen von Islamisten keine Solidarität wert sind, wenn sie aus Israel kommen. Für viele jüdische Studierende ist die Hochschule kein sicherer Ort. Warum ist das so? Antisemitismus und Bildung schließen sich gerade nicht aus. Monika Schwarz-Friesell weist darauf hin, dass der Antisemitismus historisch schon immer ein akademisches Reservoir in den Schreibstuben der Theologen, Philosophen und Juristen hatte, bevor er sich flächendeckend ausbreitet. Die Gewalt wurde also erst erdacht und verbal vorbereitet, ehe sie sich auf der Straße in die Praxis übersetzte. Laut Schwarz-Friesell war bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinein der Antisemitismus unter Gebildeten sogar ausgeprägter als unter weniger formal Gebildeten. Und bis heute hat der sogenannte Bildungseffekt in empirischen Erhebungen zu dem Thema kaum Auswirkungen. Bildung gegen Antisemitismus dagegen stößt auf viele, viele Grenzen, über die wir auch heute diskutieren werden und von denen ich nur ein paar nennen möchte.
So beschränkt sich die schulische Auseinandersetzung häufig allein auf die Zeit des Nationalsozialismus und behandelt den Antisemitismus gewissermaßen als ein rein historisches Phänomen. Auch wird Antisemitismuskritik gerne als Teilaspekt von Demokratieerziehung und Bildung gegen Vorurteile behandelt. Damit wird man jedoch der welterklärenden Gestalt und der spezifischen Ideologie nicht gerecht. Auschwitz ist nicht lediglich ein Tool zur Schulung der Empathiefähigkeit. Überdies verfangen viele Erklärungen des Antisemitismus gerade deshalb nicht, weil sie eine falsche Kausalität aufmachen. Wenn etwa Jüdinnen und Juden eine besondere Affinität zu Künsten oder hohe Intelligenz nachgesagt wird, um gerade darüber die Stereotype plausibel zu machen, befindet man sich bereits mitten im antisemitischen Ressentiment, das sich hierbei philosemitisch tarnt. Auch sei auf falsche Hoffnungen hingewiesen, die in der persönlichen Begegnung oder den interkulturellen Austausch gesetzt werden. Der Philosoph und Gesellschaftskritiker Theodor Wiesengrund Adorno warnte bereits in den 60er Jahren, im Austausch allein ein Allheilmittel zu sehen. Zitat: Ich glaube auch nicht, dass Aufklärung darüber, welche positive Qualitäten die verfolgte Minderheit besitzt, könne viel nutzen. Die Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern. Ein Zitat, das wohl auch für den Rassismus genauso heute noch gilt wie für Antisemitismus. Seit Adornos sprichwörtlich gewordener Erziehung nach Auschwitz hält der Antisemitismus die pädagogische Praxis zur negativen Selbstreflexion an. Aus diesem Grund freue ich mich besonders über das Zustandekommen des heutigen Podiums, das diese Selbstreflexion weiter fruchtbar machen möchte und eben über Grenzen und Möglichkeiten kritischer Bildungsarbeit diskutiert. Ich bedanke mich noch abstrakt bei euch allen, dass ihr da seid, und muss leider mit Bedauern feststellen, dass Arnon Hampel leider nicht kommen konnte, weil ihn die Grippewelle erwischt hat. Aber dazu dann gleich mehr. Judith wird es vorstellen. Moderieren wird nämlich das Podium die Genderforscherin und Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz, die am Institut für Erziehungswissenschaft arbeitet. Darüber hinaus als Feministin, Antifaschistin und politische Bildnerin hier im Raum und darüber hinaus wiederum keine ganz Unbekannte sein dürfte. Judith, ich bedanke mich sehr für die Moderation und gebe dir das Wort. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich natürlich sehr, nicht nur, dass ihr euch alle bereit erklärt habt, heute an dem Podium teilzunehmen, sondern dass es auch erneut auf so großes Interesse stößt, die Auseinandersetzung mit den Themen dieser Veranstaltungsreihe. Danke auch Daniel für diese wichtigen einleitenden Worte, die schon auf die zahlreichen Herausforderungen, mit denen politische Bildungsbestrebungen aktuell konfrontiert sind, verwiesen haben. Ich möchte dem jetzt gar nicht allzu viel hinzufügen, sondern die Zeit eher nutzen, die Expertisen der von uns eingeladenen Gäste für die Diskussion fruchtbar zu machen. Deshalb nur in aller Kürze: Im ersten Teil unserer Veranstaltungsreihe, der letzte Woche stattgefunden hat, ist es vor allem um die historischen Hintergründe und gesellschaftlichen Reaktionen auf dieses Massaker gegangen, also das Massaker vom 7. Oktober. Und heute wollen wir erneut den Blick auf die Resonanzen richten und dabei insbesondere auch die Rolle der Wissenschaften und der politischen Bildung in diesem Zusammenhang gemeinsam mit 4 ExpertInnen beleuchten und dabei auch den Stellenwert, den besonderen Stellenwert des israelbezogenen Antisemitismus hervorheben, sowie die Möglichkeiten und Grenzen politischer Bildungsarbeit in Österreich beleuchten. Wie Daniel schon erwähnt hat, ist Arnon Hampe leider erkrankt. Umso mehr freuen wir uns, dass Hanna Grabenberger ganz kurzfristig eingesprungen ist und unser Podium und um eine weitere Perspektive erweitert. Mehr zu ihr dann bei der Vorstellung der Gäste. Bevor ich nämlich die Gäste vorstelle, möchte ich noch ein paar allgemeine Worte zum Ablauf verlieren und dabei einerseits eine Triggerwarnung aussprechen, weil nämlich im Zuge dieser Podiumsdiskussion wir vermutlich über unterschiedliche Formen von Gewalt sprechen werden, sei es antisemitische Gewalt, militärische Gewalt oder auch geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, Lesben, inter-, nicht-binäre, trans- oder Agender-Personen, darunter körperliche Gewalt, sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt und Femizide. Und diese Inhalte machen natürlich nicht nur traurig und wütend, sondern können für manche Personen auch
belastend oder traumatisch sein. Und in diesem Sinne ist es uns wichtig, dass alle Anwesenden gut auf sich selbst und ihre Grenzen sowie die Grenzen anderer Personen achten. In Bezug auf dieses wichtige Thema des heutigen Abends ist es uns außerdem wichtig, ein respektvolles Diskussionsklima zu schaffen. Das bedeutet, dass es uns hier am Podium, aber auch uns als VeranstalterInnen wichtig ist, dass wir uns in der Diskussion mit Wertschätzung, Sensibilität und Respekt begegnen und destruktive oder diskriminierende Äußerungen, sei es rassistischer, sexistischer oder antisemitischer Art, unterlassen. Insofern möchten wir hier einen Raum schaffen, in dem konstruktive Debatten geführt werden und insbesondere auch Betroffenen von Antisemitismus ein möglichst sicherer Ort ermöglicht wird, wo ihre Erfahrungen nicht in Frage gestellt und antisemitische ebenso wie rassistische Denkmuster nicht reproduziert werden. Noch ein paar Worte zum Ablauf. Alle Gäste beginnen mit einem 5-minütigen Eingangsstatement. Danach habe ich als Moderation ein paar Fragen zu den politischen Reaktionen und Resonanzen sowie Perspektiven mit Blick auf die politische Bildungsarbeit vorbereitet. Aber natürlich soll im Anschluss auch noch ausreichend Zeit sein, dass auch Kommentare bzw. Kritik aus dem Publikum Platz hat. Insgesamt haben wir bis 21 Uhr Zeit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch noch Zeit nutzen können, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Ja, so viel mal vorweg. Nun komme ich zur Vorstellung des Podiums. Es freut mich sehr, wie schon erwähnt, dass wir hier 4 Expertinnen gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam Fragen der politischen Bildung im Hinblick auf Antisemitismus und rassismuskritische Bildungsarbeit diskutieren werden. Und ich freue mich als erstes, Isolde Vogel von Ihnen aus ganz links, von mir aus ganz rechts zu begrüßen. Sie ist Historikerin in Wien, und forscht zu Antisemitismus sowie zur Geschichte und Ideologie des Nationalsozialismus und der völkischen Bewegung. Sie ist inzwischen Mitarbeiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands im Bereich Rechtsextremismus und arbeitete zuvor für die Österreichische Akademie der Wissenschaften, das Yad Vashem-Archiv und als Lehrbeauftragte der Universität Wien. Und sie engagiert sich schon seit vielen Jahren gegen Antisemitismus, völkisches Denken und rechtsextremes Gedankengut sowie Antifeminismus. Und aktuell verfasst sie ihre Dissertation an der Universität Wien zum Thema Impfablehnung und Antisemitismus im völkischen Denken. Schön, dass du hier bist, Isolde. Neben Isolde sitzt Hanna Grabenberger, die erfreulicherweise ganz kurzfristig eingesprungen ist. Sie ist Historikerin aus Wien und forscht zu sie ist Pädagogin und promoviert in der Erziehungswissenschaft an der Universität Innsbruck. Sie ist vor allem auch in der Antisemitismus- und rassismuskritischen Bildungsarbeit tätig und Mitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit. Und ihre Arbeitsschwerpunkte liegen vor allem bei Bildung in der Postmigrationsgesellschaft, Antisemitismus und Rassismus, Religionen und Ideologien der Ungleichheit sowie Gleichheit. Schön, dass auch du da bist, Hanna. Neben Hanna sitzt Cordula Trunk. Sie ist Philosophin und Kulturwissenschaftlerin aus Leipzig und promoviert an der Universität Innsbruck zu Konflikten um das feministische Subjekt. Und darüber hinaus ist sie auch seit vielen Jahren in der feministischen und antifaschistischen Bewegung aktiv und beschäftigt sich mit Antisemitismus in linken Strukturen. Im März veröffentlichte sie mit ihrem Theoriekollektiv MF 3000 eine Einführung in marxistisch-feministische Theorie unter dem Titel Ändern wir die Welt, sie braucht es, im Querverlag. Schön, dass du da bist, Cordula. Ja, und last but not least Andreas Beham, der seit Mitte der 1990er Jahre im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands arbeitet im Bereich der Rechtsextremismusforschung.
Er ist außerdem Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und auch seit mehreren Jahrzehnten in der LehrerInnenfortbildung und im Rahmen der politischen Bildung an Schulen tätig, hier vor allem mit den Schwerpunkten Extremismusprävention und Rassismus- und Antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Zudem kann auch er zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema vorweisen. Zuletzt erschien beispielsweise im Schmetterling Verlag 2022 seine Kritik des Antisemitismus. Schön, dass du es auch noch rechtzeitig geschafft hast, Andreas. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch gleich das Wort an euch übergeben und wie angekündigt freuen wir uns auf eure kurzen, also hoffentlich nicht viel länger als 5-minütigen Eingangsstatements und ich würde gleich mit dir, Andreas, beginnen. Ja, ist schon eingeschaltet. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung hierher nach Innsbruck zu dieser spannenden Veranstaltung bzw. Reihe. Ich habe mal gedacht, ich beginne damit, wir alle vom selben reden, vielleicht einmal mit einer definitorischen Klärung. Es wird immer wieder in der öffentlichen Auseinandersetzung vorgebracht, es sei so schwierig, Israel zu kritisieren, ohne gleich des Antisemitismus gescholten zu werden. Dabei, finde ich zumindest, ist es gar nicht so schwierig. Die IHRA, die International Holocaust Alliance, Remembrance Alliance, also eine internationale Einrichtung zur Erinnerungspolitik an die Shoah, an den Holocaust, hat schon vor einigen Jahren eine Definition vorgeschlagen. Nicht nur zum Antisemitismus, die heute nicht für so gut, eher für kritisierbar, sondern dann im Anhang zum israelbezogenen Antisemitismus. Und was diesem Definitionsvorschlag vorangestellt ist, das wird immer unter den Tisch gekehrt. Leider hat es auch der Deutsche Bundestag in seiner Annahme der IHRA-Definition unter den Tisch fallen lassen, nämlich der Satz voran, dass eine Kritik an Israel, die mit der Kritik an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht antisemitisch ist. Das betone ich deswegen, weil von interessierter Seite sozusagen immer vorgebracht wird, jede Kritik an Israel sei antisemitisch oder Stichwort Antisemitismuskeule, damit soll Kritik an Israel mundtot gemacht werden. Natürlich, so ein Verhalten wie des Deutschen Bundestages ist natürlich dann wieder aufgelegt, ja, ein Elfer für diese Seite, die nehmen das dann her. Aber noch einmal, in der IHRA-Definition, ihr vorangestellt, steht ganz klar drinnen, ja, Kritik ist möglich und nicht antisemitisch. Aber jetzt, wo schlägt Kritik in Ressentiment um oder ab wann sprechen wir von israelbezogenem Antisemitismus? Da müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ich lese das vor. Anschuldigungen gegen die Juden und Jüdinnen als Volk oder Israel als Staat, sie erfänden den Holocaust oder übertrieben ihn betreffend. Anschuldigungen gegen jüdische Bürger und Bürgerinnen, sie seien Israel oder den angeblichen Prioritäten der Juden und Jüdinnen weltweit gegenüber loyaler als ihren eigenen Ländern. Das Absprechen, und das ist ein zentraler Punkt, das Absprechen des Rechts auf Selbstbestimmung des jüdischen Volkes. Also im Kern kann man sagen, der Antizionismus, die Leugnung, ja, die Aberkennung des nationalen Selbstbestimmungsrechts für Juden und für Jüdinnen. Beispielsweise durch die Aussage, die Existenz, nicht die Besatzung, die Besatzungspolitik, die Existenz des Staates Israels sei ein rassistisches Projekt. Weiter, das Anwenden von doppelten Standards durch das Einfordern eines Verhaltens, wie es von keiner anderen demokratischen Nation, wir müssen ergänzen, in einem vergleichbaren Konflikt erwartet oder gefordert wird. Hier ist es mir aber wichtig, auf den Kontext hinzuweisen. Grundsätzlich wird ja der Kontext oft verwendet oder der Verweis auf den Kontext, um den Inhalt zu leugnen oder zu relativieren. Ja. Es gibt Aussagen, die sind völlig unabhängig vom Kontext antisemitisch, wie die Leugnung des Holocaust zum Beispiel. Ja. Aber gerade diese Anwendung von doppelten Standards, denke ich mir, da ist es wichtig, wer spricht. Wenn jemand unmittelbar
im Konflikt drin steht, ja, auf palästinensischer Seite, ist ja gar nicht von ihm oder von ihr zu erwarten, was anderes zu tun, wie doppelte Standards anzulegen. Ja. Also da ist es mir schon wichtig, wer spricht. Bei der Delegitimierung, beim Absprechen des Selbstbestimmungsrechts, ja, da ist der Kontext, zumindest in meiner Perspektive, zweitrangig. Dann, auch hier ist der Kontext egal, die Verwendung von Symbolen und Bildern des klassischen Antisemitismus, hier vor allen Dingen im israelbezogenen Antisemitismus die Ritualmordlegende. Ja, wenn die palästinensische Gemeinde etwa vor ein paar Jahren Netanyahu mit Vampirzähnen darstellt, wie er sie in ein palästinensisches Kind rammt und alles voller Blut ist, so ist das antisemitisch. Weiter, Vergleiche der heutigen israelischen Politik mit der der Nazis, wir kennen alle diese unsäglichen Vergleiche, und schließlich die kollektive Verantwortlichmachung der Juden für die Handlungen des Staates Israel. Ich würde noch ergänzen, und gerade mit Blick auf den 7. Oktober, ich habe das aber auch davor schon immer wieder getan, auch die Neigung, die weit verbreitete Neigung, den Terror islamistischer Gruppen wie Hamas, islamischer Dschihad, Hisbollah als Widerstand zu legitimieren, verweist auf Antisemitismus. Gleiches gilt auch für die Weigerung, diese genannten Gruppen schon davor für ihren Antisemitismus, wie er etwa in ihren Charta grundgelegt ist, zu kritisieren. Also dieses Übersehen des Antisemitismus auf dieser Seite. Ja, so viel zum Vorschlag von meiner Seite. Die AIRA-Definition oder von der AIRA wurde von vielen Institutionen in Österreich, auch von den Universitäten, ich weiß nicht, wie es in Innsbruck ist, in Wien auf jeden Fall, was glücklicherweise dazu geführt hat, dass solche Initiativen wie BDS, die Israel als Apartheidstaat denunzieren, immer wieder Nazi-Vergleiche machen zum Boykott, nicht nur der Ware aus den besetzten Gebieten, sondern überhaupt nicht nur auch israelischer Produkte, sondern aller Personen, die mit Israel zu tun haben. Und seien sie noch so israelkritisch und postzionistisch und Kritikerinnen der Besatzungspolitik, also die werden boykottiert oder diese Forderungen erhebt BDS, die kriegen zum Beispiel an der Universität Wien aufgrund der Tatsache, dass die Uni diesen AIRA-Beschluss angenommen hat, keine Räumlichkeiten. Selbes gilt für die Stadt Wien, München und so weiter, auch viele andere EU-Länder. In Österreich hat es funktioniert, wenn man österreichische Universitäten mit US-amerikanischen, britischen, französischen vergleichen, glaube ich, ja, können wir uns auch glücklich schätzen. Und das war natürlich auch ein politischer Kampf, in dem ich selbst persönlich seit Mitte der 90er Jahre sozusagen involviert bin und wo ich aus eigener Erfahrung weiß, immer wenn man nachlässt in diesem Kampf, gelingt es in dem Fall der antisemitischen Seite, die sich eben sozusagen hinter Israel-Kritik dann versteckt, wieder Boden zu gewinnen. Einen zweiten Aspekt, den ich noch ganz kurz in mein Eingangsstatement verpacken möchte, Daniel hat vorher, und das mag ich gar nicht einmal in Abrede stellen, von paradoxerweise von einem Steigen des Antisemitismus nach dem Verbrechen, nach dem 7. Oktober unmittelbar gesprochen. Diese Paradoxie lässt sich insofern auflösen, wenn wir auf die Shoah und den Umgang sozusagen nach 45 mit der Shoah, mit den Opfern uns vor Augen halten. Wir sprechen hier nicht bei allen, aber doch sehr massenhaft und verbreitet von einem sekundären Antisemitismus. Der Antisemitismus nach dem Verbrechen, der den Opfer Schuld gibt. Ja, der Hass auf die Opfer. Natürlich auch aus schlechtem Gewissen geboren. Ja, also, und das gilt für die ganze Geschichte des Antisemitismus, das Fatale. Ja, der Antisemitismus gebiert permanent Verbrechen aus sich raus, schlechtes Gewissen, den Zwang, blaming the victims, den Opfern eine Schuld zu geben, neuen Antisemitismus. Ja, insofern muss man sogar sagen, ich war nicht überrascht vom Ansteigen des Antisemitismus im Internet, auf der Straße, wo auch immer, ja, im Wissen, dass sozusagen je größer das Verbrechen, das antisemitische Verbrechen, desto größer auch der Antisemitismus als Reaktion darauf. Danke. Ja, danke für deine einführenden Worte zu Antisemitismusverständnissen. Ich möchte das Wort gleich weitergeben an Cordula. Ja, danke. Von mir auch noch ein Hallo. Schön, hier zu sein. Schön, dass so viele von euch gekommen sind. Ich
würde gern was zu quasi Theoriekonstrukten sagen, und zwar einmal zu Antisemitismuskritik in der Theorie und einmal zu postkolonialer bzw. rassismuskritischer Theorie. Denn eigentlich, wenn es um Rassismus und Antisemitismus geht, sind sich die meisten Leute immer sehr einig, dass beides schlecht ist und beides abzulehnen ist. Und wenn man dann aber so konkret wird, merkt man, dass die beiden oft in so einem konflikthaften Verhältnis zueinander stehen. Und das sieht man ja gerade auch an dieser sehr aufgeladenen Debatte, dass da irgendwie ein Missverhältnis ist. Und ich würde jetzt quasi nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal auf diese Theoriekomplexe schauen. Ich mache das ganz überblicksartig und da nochmal herausarbeiten, wie so eine Antisemitismuskritik und eine Rassismuskritik sich notwendig an manchen Punkten nicht verstehen können. Eine Antisemitismuskritik, die viel verbreitet ist, schließt an die Tradition der kritischen Theorie, das haben wir heute auch schon gehört von Daniel, und die Frankfurter Schule an. Und der Ansatz fragt eben danach, welche Formen von Bewusstsein Menschen in kapitalistischen Gesellschaften entwickeln. Und mit Blick auf die Aufklärung und die Moderne werden dann einerseits die Ideale von Vernunft, Autonomie und Fortschritt begrüßt und andererseits wird problematisiert, dass die Ideale in der sozialen Realität kapitalistischer und nationalstaatlich organisierter Gesellschaften eben nur unvollständig realisiert sind. Das heißt, in der Aufklärung steckt auch immer der Keim für den Rückfall in die Barbarei schon angelegt. Problematisiert wird aus dieser Theorieperspektive eine bestimmte ideologische projektive Deutung, also ein gewisses Weltbild. Dazu wird Isolde Vogel später noch mehr sagen. Solidarität bekommt aus dieser Theorieperspektive die oder derjenige, der für aufklärerische Ideale, für Menschenrechte, für Vernunft, für Autonomie, für Freiheit kämpft. Und das muss eben nicht notwendigerweise die Seite der schwachen oder der marginalisierten Personen sein. Postkoloniale und rassismuskritische Theorie kommt aus einem anderen Theoriegebäude. Die bezieht sich oft auf poststrukturale und postkoloniale Ansätze, wie zum Beispiel von Michel Foucault oder Edward Said oder aber auch Beatrice Bivac. Und die aufklärerischen Ideale von Vernunft und Autonomie werden dabei im Kontext von globalen kolonialen bzw. postkolonialen Dominanzverhältnissen betrachtet und als westlich und problematisch markiert. Denn so die Theorie ist eben mit diesen Begriffen wie Vernunft und Autonomie sind jahrhundertelang bestimmte Welt- und Gesellschaft- und Unterdrückungsverhältnisse gerechtfertigt worden. Und diese Verhältnisse bringen in diesen Begriffen eben auch immer wieder systematische Verhältnisse von Privilegierung und Marginalisierung hervor. Das heißt, aus postkolonialer und rassismuskritischer Perspektive gilt die Solidarität den Schwachen, Marginalisierten, den Entrechteten. Postkoloniale bzw. Rassismuskritik richtet sich also eben nicht gegen ein bestimmtes Weltbild, sondern gegen ein Dominanzverhältnis. Und Dominanzverhältnis meint eben, dass eine Gruppe einen privilegierten Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen hat und die andere nicht. Also man sieht ja schon, dass da einfach ein Missverhältnis von den Theoriekonzeptionen besteht, die sich eben nicht auf dieselben Sachen fokussieren. Und jetzt würde ich ganz knapp noch mit diesen beiden Theoriebrillen einmal auf den Holocaust schauen und dann noch mal kurz auf Israel. Wenn man aus der Perspektive der antisemitismuskritischen Theorie auf den Holocaust schaut, wird Israel eben deswegen wichtig, weil es zum einen der Staat der Shoah-Überlebenden ist, also ein Schutzraum für Juden und Jüdinnen und eben sehr wichtig, den auch zu behaupten in einer Welt, die sehr antisemitisch ist. Der Blick auf Israel aus der postkolonialen bzw. rassismuskritischen Perspektive sieht was anderes. Der sieht in Israel eben ein vermeintlich koloniales Projekt und das bedeutet, die feindlichen Reaktionen auf Israel werden dann eben auch nicht auf Antisemitismus zurückgeführt, sondern in eine Geschichte der antikolonialen Widerstands- und Solidaritätsbewegungen eingeordnet.
Wenn wir auf die Beurteilung des Holocaust nochmal schauen, dann ist es eben so, dass aus antisemitismuskritischer Perspektive es viel um die Singularität der Shoah geht. Die Shoah, der Holocaust, wird als Zivilisationsbruch gekennzeichnet und die ganze Theorie ist eben angetreten, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Postkoloniale und rassismuskritische Theorie will natürlich auch, dass sowas wie die Shoah oder der Holocaust nicht nochmal passiert. Also da sind sie auf jeden Fall auf einer Linie. Aber für sie ist eben die Shoah kein singuläres Ereignis, sondern ein Genozid, ein grausames Verbrechen unter vielen Verbrechen. Und da muss man sagen, diese Rahmung ist an und für sich auch noch nicht problematisch, denn jeder Genozid kann als singuläres Ereignis betrachtet werden. Problematisch wird es dann erst ab dem Punkt, wo es um eine Gleichsetzung der Genozide geht. Denn wenn man Verbrechen gleichsetzt, dann geht es auch oft um eine Hierarchisierung von Leiterfahrungen und das Ganze kann dann ganz schnell in einer Opferkonkurrenz münden und das läuft immer zwangsläufig falsch. Also wenn man nochmal die beiden Theorien vergleicht, dann ist es eben so, dass postkoloniale Theorien oft einen sehr dualistischen Blick auf die Welt haben und Antisemitismus, der eben nicht entlang der Colorline verläuft, kann eben aus dieser Perspektive nicht gefasst werden. Umgekehrt, aus antisemitismuskritischer Perspektive ist es eben schwer, so ein jahrhundertealtes, gewachsenes Dominanzverhältnis fassen zu können. Und was aus postkolonialer Perspektive eben auch schwer fällt, ist die besondere Positionierung von Juden und Jüdinnen in Europa zu fassen. Und da passiert es dann eben leider sehr schnell, dass quasi aus den Opfern von Genozid und Antisemitismus, dass die erklärt werden dann irgendwie zu mächtigen weißen Kolonialherren. Also das ist ja eine Deutung, die wir oft gerade in Social Media momentan lesen müssen. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen klar gemacht, mal so ein bisschen diese beiden Theoriekonstrukte nebeneinander gehalten. Ich finde das immer ganz erhellend, um da diese Leerstellen auch zu begreifen, denn politische Bildung, dazu sprechen wir auch heute, da denke ich, ist es eben wichtig, dass beides adressiert wird. Also sowohl Antisemitismus als auch Rassismus gleichzeitig zu adressieren, denn auch das wurde schon angesprochen. Es sind ja eben nicht nur die antisemitischen Straftaten enorm gestiegen, sondern auch die rassistischen Straftaten. Vielen Dank, Corolla, für diese prägnante Zusammenfassung des Verhältnisses von Antisemitismus und Rassismus. Ich gebe gleich weiter an Hanna Grabenberger, die das sicher auch nochmal gut aus Perspektive der politischen Bildung ergänzen kann. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf. Sehr spontan zwar, aber ich hoffe, ich bringe das gut über die Bühne. Ich habe das sehr spannend gefunden jetzt, wie du das erläutert hast und habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass sich das vielleicht widerspricht, aber wie du dann auch ausgeführt hast, für die politische Bildungsarbeit braucht es eben diese Gleichzeitigkeit, nämlich die Solidarisierung mit von Ressentiments betroffenen Menschen und aber auch das Eintreten für aufklärerische, emanzipatorische Werte und Haltungen. Ich spreche eben heute aus der Perspektive der politischen Bildungsarbeit und da sehe ich es zentral an, dass es zu einem Gelingen kommt, dass Bildungsarbeiterinnen und auch Institutionen eine glaubwürdige Haltung vermitteln. Dafür müssen aber vorherrschende Narrative gebrochen werden. Denn wie zum Beispiel diese Debatte zu Antisemitismus in Österreich nach dem Terroranschlag der Hamas gezeigt hat, wird hier Antisemitismuskritik instrumentalisiert, um den Antisemitismus einer vermeintlich anderen Gruppe zuzuschreiben. Nämlich vor allem sind das meist als migrantisch oder muslimisch markierte Personen. Hier zeigt sich aber meines Erachtens nach eine sehr problematische Perspektive auf Gesellschaft, denn Migration und verschiedene Religionen, religiöse Menschen, verschiedene kulturelle Einflüsse sind immer schon in unserer österreichischen Gesellschaft vorhanden. Somit gibt es natürlich auch unterschiedliche Bezüge und zum Konflikt im Nahen Osten. Ich denke, dass es aber notwendig ist, zwischen den Zweien, zwischen der diskursiven Trennung zwischen migrantisch und nicht migrantisch zu brechen. Es geht darum, dass alle Menschen, die in Österreich leben, als zugehörig gesehen werden
Und aus dieser Perspektive scheint es auch widersprüchlich von Antisemitismus einer anderen Gruppe zu sprechen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Antisemitismus nicht in jeder Bevölkerungsgruppe auch zu finden ist. Es wird eben dadurch ein antimuslimischer Rassismus unter diesem Vorwand der Antisemitismuskritik produziert. Es zeigt sich hier vielmehr auch eine Entlastungsfunktion für die Menschen, die in der postnazistischen Gesellschaft sozialisiert werden, um eben die eigene Schuld oder Schuldgefühle auf andere abzulagern. Hier denke ich, dass es andere Erzählungen braucht, um die rassistischen und antisemitischen Narrativen aufzubrechen und eher geteilte Geschichten und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu rücken. Damit ist eben Antisemitismus und Rassismuskritik beide sind notwendig und sie dürfen meines Erachtens auch in der politischen Bildungsarbeit nicht gegeneinander ausgespielt werden. Auch im Hinblick auf den Krieg im Nahen Osten entspricht das Hinterfragen von den vorherrschenden, auch dichotomen Narrativen meiner Haltung, auch in Bezug auf die politische Bildungsarbeit. Denn es handelt sich um einen meines Erachtens nach sehr komplexen Konflikt, bei dem eine verkürzte Sichtweise viel Schaden anrichten kann. So finde ich es etwa einerseits wichtig, niemanden die Existenzberechtigung in dem Gebiet abzusprechen, auch wenn es derzeit keineswegs realistisch erscheint, sehe ich eine Zwei-Staaten-Lösung als notwendige Haltung an, um über den Konflikt etwa zu sprechen. Die binäre Sichtweise lässt sich auch auflösen, indem man das entweder oder hinterfragt. So muss etwa bedeuten, für die palästinensische Zivilbevölkerung zu sein, auch gegen die Hamas und Islamismus einzutreten. Und in Israel müssen rechte und rechtsextreme Politiker kritisiert werden. Dennoch darf das Existenzrecht von Israel nicht abgesprochen werden und der Terroranschlag mit den Reaktionen oder die Palästinenserinnen mit der Hamas gleichgesetzt werden. Es ist also zentral, denke ich, offen sein zu können für mehrere Perspektiven im Konflikt. Man muss also Frieden wollen, um eine Lösung für beide oder für alle Seiten zu finden. Damit geht einher, dass nicht die Schuld an dem gesamten Konflikt nur bei einer Seite gesucht wird und davon ausgehend dann alle Konsequenzen abgeleitet werden. Ja, danke Hanna für deine starke Perspektive gegen dichotomisierende Darstellungen und unterkomplexe Positionierungen innerhalb der politischen Bildungsarbeit. Als letztes haben wir noch Isolde Vogel. Bitte um deinen kurzen Input. Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der etwas abstrakteren Ebene und zum Thema, was überhaupt Antisemitismus ist, schließe auch an das, was der Kollege Andi Peham schon gesagt hat und möchte nochmal in Erinnerung rufen, dass der Kontext des Ganzen, über das wir heute sprechen, ja der 7. Oktober ist und dementsprechend auch die massive Enthemmung von Antisemitismus, wie sie weltweit auf den Straßen, online stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. Auch mich hat das nicht überrascht, weder die Enthemmung noch die Tatsache, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und furchtbare, frauenfeindlich, menschenfeindliche Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden ausübt. Das steht in der Charta der Hamas, das ist deren erklärtes Ziel. Und ebenso wenig überraschend kann es sein, dass diese antisemitischen Verbrechen im Nahen Osten dazu führen, dass auch Antisemitismus hier in Europa enthemmt zutage tritt. Ganz wichtig, um Antisemitismus zu analysieren, um zu verstehen, was hinter Antisemitismus steckt, ist, sich damit auseinanderzusetzen, was die Ideologie ist, die hinter dieser Denkweise steckt, also das antisemitische Weltbild zu betrachten und sich vor Augen zu führen, dass das, wie es bei Ideologien so ist, nichts ist, was der Realität entspringt. Auch der israelbezogene Antisemitismus entspringt nicht der Realität, orientiert sich nicht an den realen Handlungen
von Jüdinnen und Juden und lässt sich also nicht aus dem realen Geschehen ableiten, sondern es ist eben eine Denkweise, die Antisemiten, Antisemitinnen hegen. Insofern sozusagen auch ein kleiner Widerspruch zu dem schon Gesagten, ist der konkrete Kontext für die Analyse von Antisemitismus auch nicht so relevant, um einzelne Personen und Aussagen als antisemitisch zu erkennen. Rege ich vielmehr oder halte dazu an, sich auf die analytische Ebene zu begeben und mit einem universalistischen Anspruch auf das Gesagte oder auf Bildmaterial oder auf gesetzte Statements zu beziehen. Was macht das antisemitische Weltbild also aus? Es ist in erster Linie ein verschwörungsmythisches Weltbild. Es ist darin komplexitätsreduzierend. Es kennt eigentlich nur eine Schwarz-Weiß-Sicht, eine Welt, die nur in Gut und Böse unterscheiden kann. Und diese böse Sicht, diese böse Seite der Welt, dieses vermeintlich Schlechte von persönlichen, politischen bis ökonomischen Krisen, wird dann auf Jüdinnen und Juden projiziert. Also alles Schlechte der Welt wird als die Schuld von Jüdinnen und Juden imaginiert. Das bedeutet natürlich auch für diejenigen, die sich die Welt so erklären, in gewisser Weise eine Entlastung, weil man kann sich sehr komplexes Geschehen, was auch nicht für alle Menschen, für mich auch nicht nachvollziehbar und verstehbar ist, was widersprüchlich ist, sehr einfach erklären. Also man muss diese Widersprüchlichkeit nicht mehr aushalten, sondern man kann sie als Schuld von einer Menschengruppe imaginieren. Und darin bietet der Antisemitismus ja sozusagen das Potenzial einer vereinfachenden und damit auch bedürfnisbefriedigenden Weltsicht. Man kann Antisemitismus also als die Erklärung allen Übels definieren. Die Ressentiments und Vorwürfe, aus denen sich der Antisemitismus speist, wir haben es schon gehört, von Gottesmordvorwurf, Ritualmordlegenden bis hin zu jetzt Aktualisierungen in Kindermordvorwürfen, sind sehr alt und sind historisch mit Jüdinnen und Juden, mit dem Vorwurf gegen Jüdinnen und Juden verknüpft. Und sie bringen einen Haufen Ressentiments, Charakter- und Wesenszuschreibungen gegen Jüdinnen und Juden mit, die bis heute sehr relevant sind, also von Gier, Hinterlist, über die Verbindung mit dem Tod oder Krankheiten, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass hier sehr stark die Verbindung da ist, oder beispielsweise mit dem Vorwurf, ein künstliches Volk zu sein, kein als natürliches Volk imaginierte Gruppe, sondern eben mit Künstlichkeit in Verbindung stehend. Und das haben wir dann in Bezug auf Israel auch sehr aktuell reaktiviert, sozusagen der Vorwurf gegen den israelischen Staat, im Gegensatz zu allen anderen Staaten ein künstliches Gebilde zu sein, wo wir ja wissen, dass Nationalstaaten im Allgemeinen keine natürlichen Gebilde sind. Die Entmenschlichung von Jüdinnen und Juden, die auch schon sehr alt ist, finden wir auch aktuell, beispielsweise wenn die Poster von entführten Israelis, wie das am Wiener Universitätscampus passiert ist, heruntergerissen werden, also überhaupt keine Möglichkeit, kein Blick mehr auf Jüdinnen und Juden möglich wird, dass diese auch Menschen sind. Schon erwähnt wurde auch der schuldumkehrende Antisemitismus, also die Idee von Antisemiten und Antisemitinnen, oder zugrunde liegt dem die Idee von Antisemiten und Antisemitinnen, dass sie in Notwehr agieren würden, dass die eben als übermächtig imaginierten Juden und Jüdinnen zu bekämpfen, ein Aufbegehren gegen die da oben sei, also eine widerständige Handlung, die eben im antisemitischen Denken und im antisemitischen Weltbild an sich angelegt ist und die dann jetzt ganz aktuell im israelbezogenen Antisemitismus eben auch die Terrorattentate der Hamas, die Gräueltaten als Widerstand legitimiert. Das hängt auch mit der Identifizierung mit den vermeintlich Unterdrückten, wie du das schon ausgeführt hast, Cordula Trunk, zusammen, eben mit dem allgemeinen Bild, dass man sich ja in Notwehr gegen die Übermacht befinden würde und hier auch dann die Hamas sich im Widerstand gegen Israel oder gegen die Zionisten sieht. Also ganz grundsätzlich muss man dazu sagen, dass diese
neueren Formen des Antisemitismus, oder diesen neueren Äußerungsformen, gerade im israelbezogenen Antisemitismus, schon schwieriger zu erkennen sind als klassisch antisemitische Ressentiments, wenn sie sich offen gegen Jüdinnen und Juden wenden. Ganz bekannt oder häufig getan ist ja, dass man den Antisemitismus in die Zeit des Nationalsozialismus verortet, als natürlich gerade in der NS-Propaganda sehr offen gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wurde. Aber um eben zu sehen, wie sich das nach 1945 gewandelt hat und wie ein Antisemitismus auch ohne Juden, wie das Paul Lendwey genannt hat, funktionieren kann, ist es sehr wichtig, sich diese Grundstrukturen der Denkweise anzusehen und dann eben zu sehen, dass sich zwar die einzelnen Begrifflichkeiten, die einzelnen Ausdrucksformen ändern können, aber die gleiche Denkweise an den Tag gelegt wird, also die gleiche komplexitätsreduzierende, verschwörungsmythische und auf Projektion basierende Denkweise. Der Sozialwissenschaftler Bernd Marin hat dann diese Idee von Paul Lendwey, dass es einen Antisemitismus ohne Juden gibt, noch erweitert um den Begriff Antisemitismus ohne Antisemiten. Denn wir müssen uns auch bewusst sein, dass heute sich die allerwenigsten Menschen, die antisemitisch denken, selbst als Antisemiten bezeichnen würden. Also dass wir auch davon zusätzlich ausgehen müssen, dass die sozusagen die antisemitische Äußerung selbst verleugnend getätigt wird, ohne auch vielleicht die Absicht, antisemitisch zu sein, aber vor allem ohne das Zugeständnis, dass man hier Judenhass verbreiten wollen würde. Spannend ist es dann, wenn so Parolen wie Free Palestine from German Guilt, die ja eigentlich nichts anderes sind als der Wunsch nach der Tilgung der historischen Verantwortung von Deutschland und Österreich, angewandt werden aus politischen Kreisen, die sich, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, also so diese klassische Schuldkulterzählung, die Schlussstrichforderung kennen wir eher aus der extremen Rechten und jetzt in jüngster Vergangenheit sich von Kunstbubble bis linksliberale Gruppen sich angeeignet haben, eben diese gleiche Forderung zu stellen und eben auch einen Schlussstrich zu fordern. Diese Menschen würden sich aber in den seltensten Fällen selbst als Antisemiten bezeichnen. Was wir also im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Antisemitismus wandelbar ist, dass er inhärent widersprüchlich ist, dass die Zuschreibungen gegen Jüdinnen und Juden in sich sich widersprechen können, also dass ist ja allein schon die Aussage, dass man sich imaginiert, dass das Judentum extrem mächtig sei und die Welt beherrschen würde. Ja, wieso gibt es denn dann so einen Terroranschlag von der Hamas, bei denen 1400 von ihnen getötet werden? Also wieso hätten sie denn das nicht verhindern können, wenn sie die gesamte Welt kontrollieren? Also solche Sachen, wo man sich auch bewusst sein muss, dass es nicht immer funktioniert, dass man mit Fakten gegen eine Denkweise argumentieren kann, die nicht sich an realen Begebenheiten orientiert. Genau, also ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, mal zum Ende zu kommen. Vielen Dank auch an dich nochmal für die Zusammenfassung der unterschiedlichen Funktionen von Antisemitismus und Erscheinungsformen. Ich würde gleich bei dir bleiben und wir gehen ja jetzt über in unserem ersten Frageblock sozusagen zu den Resonanzen des 7. Oktobers und auch den politischen Reaktionen auf dieses Massaker. Und vielleicht kannst du ganz kurz einordnen, wie die innenpolitischen Reaktionen auf das Massaker in Österreich ausgesehen haben und welche antisemitischen Kontinuitäten dabei auch sichtbar geworden sind, beziehungsweise inwiefern Antisemitismus auch über den Krieg in Israel und Palästina aktuell als Verarbeitungsmöglichkeit beziehungsweise Umgangsform mit Krisen gesehen werden kann? Ja, also es gibt da sozusagen zwei Ebenen, auf denen reagiert würde. Das ist die offiziell politische Ebene, wo wir wissen, in Österreich gibt es eine solidarische Haltung zum Staat Israel. Da gab es auf dieser Ebene sehr große Bekundungen und auch symbolische Taten, wie das Hissen der israelischen Fahne auf dem Außenministerium und Ähnliches.
oder dass dass Österreich bei der Abstimmung der UNO gegen diese Waffenstillstandsresolution gestimmt hat, weil sie eben gefordert haben, dass das Hamas-Attentat verurteilt werden müsste. Ich finde, das sind sehr wichtige staatliche, innenpolitische, außenpolitische Reaktionen von Österreich, die gleichzeitig natürlich auch aus politischem Kalkül getätigt werden. Das wissen wir, aber sicherlich auch mit dem Sinn der dem Bekenntnis zur österreichischen Verantwortung zu tun haben. Sonst innenpolitisch sozusagen oder politische Diskussionen, die sich nach dem 7. Oktober aufgetan haben, ich habe es jetzt gerade schon referiert, sind natürlich die massive Enthemmung von Antisemitismus in verschiedenen politischen Spektren, also von der rechten bis zu linken Gruppierungen. Wir haben eben die Möglichkeit, über den israelbezogenen Antisemitismus auch ich finde es immer wichtig, zu unterscheiden zwischen Antisemitismus und israelbezogenem Antisemitismus in dem Sinne, dass es nur eine andere Äußerungsform ist und somit bietet er eben als eine Art Umwegkommunikation auch die Möglichkeit, das antisemitische Gedankengut nun scheinbar legitim äußern zu können. Und da haben wir natürlich auch da aus den verschiedenen Spektren eine Enthemmung oder auch ein Steigen von Antisemitismus. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es extrem erschreckend. Ich denke, das ist in den Medien auch sehr stark betont worden. Also ich glaube, nach schon 14 Tagen hat die Antisemitismus-Meldestelle der IKG eine 300-prozentige Steigerung zum Durchschnitt des Vorjahres verzeichnet. Und beispielsweise wurden auch israelische Fahnen von jüdischen Einrichtungen runtergerissen. Also es richtet sich da ganz eindeutig auch gegen jüdische Einrichtungen und nicht nur gegen israelische. Wir haben die Beschmierung des jüdischen Friedhofs in Wien gehabt, also auch sehr viele Straftaten, die in den letzten Wochen und Monaten passiert sind. Und die allgemein sozusagen nicht nur das, was erwartbar war, sondern auch die allgemeine Enthemmung sehr stark widerspiegeln, denke ich. Danke für diese kurze Einordnung. Es war jetzt schon mehrfach am Podium davon die Rede, dass auch in linken, progressiven Kreisen die Reaktionen durchaus von Antisemitismus begleitet waren, also die Reaktionen auf den 7. Oktober. Andreas, du hast dich ja in deinem Buch Kritik des Antisemitismus auch intensiv mit der Geschichte und Tradition des Antisemitismus in der politischen Linken beschäftigt. Inwiefern würdest du sagen, sind hier auch Kontinuitäten sichtbar oder inwiefern unterscheiden sich auch die Reaktionen auf den 7. Oktober von bisherigen Eskalationen in Israel und Palästina? Ich maß mir jetzt hier nur mal ein Urteil über die deutschsprachige Linke, da kenne ich mich, glaube ich, besser oder etwas aus. Und da gibt es doch nationalspezifische Unterschiede, also auch im globalen Maßstab von der Linken zu sprechen, ist in dem Fall, also maße ich mir hier nicht an. Und da hat Karl von Ossietzky schon 1932 gesagt, dass diese Linke, er hat die Deutsche gemeint, aber es gilt oder galt damals noch viel mehr für die österreichische, ja, die Juden und Jüdinnen, Zitat, so wie vieles andere längst geopfert hat, 1932. Dementsprechend wenig Bezug nimmt auch der Widerstand im Unterschied zur Resistenz, zum norwegischen Widerstand, zum Widerstand am Balkan, in Österreich und Deutschland wenig Bezug auf den Holocaust, auf die Rettung von Juden und Jüdinnen. Ja, weil es wirklich eine theoretisch begründete Blindheit gegenüber der antisemitischen Bedrohung gab. Ja. In Österreich in den Reihen vor allen Dingen der Sozialdemokratie, in Deutschland vor allen Dingen in den Reihen der KPD. Ja, kann ich dann gerne erläutern, warum gerade diese Parteien, die KPÖ, also die Kommunistische Partei in Österreich, ist erst später in den 34er Jahren in antisemitisches Fahrwasser geraten. Das hängt, wie gesagt, mit einer völligen Fehleinschätzung des Nationalsozialismus als einem Faschismus zusammen, geht aber noch weiter zurück. Diese Fehlannahme, dass der Antisemitismus sozusagen eine innerbourgeoise Auseinandersetzung sei, wo man sie nicht einmischen. Ja? Ich glaube, es war Bebel oder Adler, also entweder deutscher oder österreichischer
Gründungsvater der Sozialdemokratie, der gesagt hat, wir holen für die Juden die Kastanien nicht aus dem Feuer. Ja? Also wir sind eine Judenschutztruppe, ist die Sozialdemokratie nie gewesen. Bis hin dann zu den Versuchen, Hitler zu überhitlern in Sachen des Antisemitismus, könnte ich genug Beispiele bringen, wie gesagt von der KPD und von der österreichischen Sozialdemokratie. Und es geht zurück zum Irrtum, der schon bei Karl Marx angelegt ist. Ja, oder, und gerade das Beispiel Karl Marx 1843 zur Judenfrage verweist auch auf einen wichtigen Aspekt in der Bildungspolitik, nämlich die Möglichkeit, dass jemand in antisemitischer Absicht sogar, also nicht nur in nicht antisemitischer, sondern in anti-antisemitischer Absicht, einen antisemitischen Text produziert. Karl Marx antwortet mit dem Text auf ein antisemitisches Pamphlet auf Bitten der jüdischen Gemeinde und der zweite Teil dieses Textes gerät ihm selbst zum antisemitischen Text. Was ist der Gott der Juden, der Schacher? Und so weiter. Manche oder hoffentlich kennen das oder wahrscheinlich einige von Ihnen. Wird dann bis ins 20. Jahrhundert zitiert, nicht nur von der KPD als Antwort unter dem Titel den Nationalsozialisten ins Stammbuch, wörtlich, ja, schaut her, wir wissen schon seit Marx Bescheid über die Judenfrage, aber auch von den Nazis selbst. Ja, schaut her, der Jude Marx selbst sagt, der Schacher ist euer Gott. Also es gibt diese linke Tradition des Antisemitismus, die Marx selbst überwunden hat. Ja, nämlich, indem er sich von dem linkshegelianischen Jargon und Denkweise sozusagen zur Kritik der politischen Ökonomie hat weiterbewegen können. Dementsprechend war ihm der Text noch peinlich. Ja. Aber es ist bezeichnend, gerade in der österreichischen, und das habe ich versucht zu beweisen, in einem Kapitel, das ich dann aus dem Buch rausnehmen musste, weil es zu umfangreich ist, ist dann woanders erschienen, dass dieser Text zur Judenfrage bei anderen linken Parteien, nicht in Italien, nicht in Spanien, nicht in England und so weiter, so eine Relevanz gehabt haben und so eine Auswirkung wie in Österreich. Immer wieder zitiert worden, immer wieder hergenommen. Also da gibt es eine ganz historische Tradition, die nach 45 eben des Scheiterns vor der Gefahr des Antisemitismus, die nicht wirklich aufgearbeitet wurde und die dann permanent neues Scheitern gegenüber Antisemitismus, antisemitischer Bedrohungen dann auch reproduziert. Aber, und jetzt ist die gute Nachricht, wir sahen nach dem 7. Oktober, dass sehr viele, ja, die ich auch in meinem persönlichen Umfeld, ja, die ich der radikalen Linken zurechne, die sich selbst, wenn nicht als antizionistisch, doch als postzionistisch bezeichnet haben, ja, in Israel auf Seiten der Linken stehen, jede Woche gegen Besatzung demonstriert haben, gegen die Regierung Netanyahu und. Also Israel-Kritik im eigentlichen oder Kritikerinnen, ja, im strengen und auch im weiten Wortsinn, wenn man so will, die ganz klar sozusagen die Tat benannt haben vom 7. Oktober, das Verbrechen, ja, den Pogromcharakter, ja, denn all das aussprechen konnten. Ja, und da gibt es viele, die ja, auch politisch aktiv waren gegen Israel, gegen den Zionismus, die nach dem 7. Oktober ja, einfach runtergestiegen sind. Einmal, also es gibt auch gute Nachrichten. Ja, und dementsprechend klein sind die Demonstrationen. Erinnern wir uns, 2014 waren Tausende auf der Straße, ja, über 10.000 in Wien. Ja, die größte anti-israelische Demo. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was 2014 war. Die vorletzte größere Eskalation im Gaza-Konflikt. Damals in Wien auf den Demonstrationen die ganze organisierte türkische Moscheegemeinden, Graue Wölfe, Rechte, die gehen alle nicht auf die Straße, weil alle, sogar die Rechtesten, die islamistischen, unter Anführungszeichen, Organisationen, dort, wo sie um Legalität bemüht sind, wo sie Teil der Glaubensgemeinschaft noch sind und so weiter, und die Glaubensgemeinschaft selbst ganz klar den Hamas-Angriff als das verurteilen, was er war, und dementsprechend, dann kann man bei solchen Demonstrationen mitgehen. Ja, weil dort wird nicht nur der Angriff nicht verurteilt, zumindest in Wien jeden Samstag oder ich weiß nicht wann die nächste ist, am 27. Jänner ausgerechnet, wird der Angriff oder der Pogrom nicht nur nicht verurteilt, sondern sogar gefeiert als Widerstand. Oder letztens hat man sich bequemt auf der Demonstration letzte Woche in Wien zu sagen, da ist leider einiges wörtlich aus dem Ruder gelaufen. Also und zum Glück muss man sagen, mit solchen Leuten, die verantwortlich sind für diese Demos, wollen sehr wenige auch auf der Linken demonstrieren. Also das ist die gute Nachricht, im Schlechten. Und vielleicht noch eine kleine zweite Nachfrage, weil er jetzt schon öfters gefallen ist, Antizionismus und Postzionismus, vielleicht kannst du das auch noch erklären kurz für Menschen, die sich vielleicht darunter nichts vorstellen können oder wenig Vorwissen haben.
Das ist genau das Problem, weil Antizionismus auch so ein schillernder Begriff ist, unter dem sich sehr vieles nicht nur versteckt, sondern auch wirklich vieles verstanden werden kann. Zunächst einmal ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Antizionismus vor Auschwitz und nach Auschwitz. Ja? Vor Auschwitz war der Antizionismus eine legitime Position innerhalb der europäischen Arbeiterinnenbewegung. Daraus sprach die Angst, dass der Zionismus sozusagen den vor allen Dingen in Osteuropa wichtigsten Teil dieser Bewegung, den organisiertesten, den revolutionärsten Teil, nämlich die Juden und Jüdinnen, herausbricht. Ja, sozusagen der Nationalismus, und um das geht es ja im Zionismus, ja, das nationale Selbstbestimmungsrecht von Juden und Jüdinnen, sozusagen vom Klassenkampf ablenkt. Das heißt, es waren auch bei Rosa Luxemburg zum Beispiel, die dann zwar selbst wieder in antisemitische Töne verfallen ist, in ihrer Ablehnung einer eigenständigen Organisierung auch in der Sozialdemokratie damals noch. Während hingegen gerade in Österreich jeder Nationalität eingeräumt werden, ist eine eigene Partei, also Sektion innerhalb der Sozialdemokratie zu gründen, nur nicht den Juden und Jüdinnen, die aber genau nach der Nationalitätendefinition von Bauer und Renner alle Anforderungen damals schon, vor allen Dingen im Rayon, in Galizien und so weiter, erfüllt haben, um als Nation bezeichnet werden zu können. Aber nur bei denen hat man gesagt, ihr seid keine Nation. Ja? Aber wie gesagt, das ist vor Auschwitz. Und ich sage Deutscher, und diesen Satz müssen sich alle sogenannten Antizionisten und Antizionistinnen gefallen lassen. Und vor dem Hintergrund dieses Satzes nennen sich nicht Antisemiten und Antisemitinnen, die Israel kritisieren, die die Besatzung stark kritisieren und so weiter, nicht Antizionisten heute, sondern Postzionisten. Ja, weil sie sagen, der Zionismus ist Realität, ja, das ist die Basis, auf dem bauen wir auf dem Existenzrecht Israels. Es geht jetzt darum, wie können wir einen Konflikt lösen, wie können wir die israelische Demokratie verteidigen und so weiter. Also dieser Unterschied Post- und Antizionismus, aber zum versprochenen Satz von Isaac Deutscher wörtlich, also er schreibt das in den 50er Jahren, man muss dazu sagen, Isaac Deutscher war ein großer Theoretiker der Arbeiterinnenbewegung in der Zwischenkriegszeit, Antistalinist, und sagt jetzt in den 50er Jahren, meinen Antizionismus, der in meinem blinden Vertrauen in die europäische Arbeiterinnenbewegung und die europäische Zivilisation, ja, sozusagen aus dem geboren war, den habe ich natürlich längst aufgegeben. Denn diese europäische Zivilisation, diese Arbeiterinnenbewegung hat in Lügen gestraft. Wenn ich, anstatt gegen den Zionismus anzugehen, die Juden und Jüdinnen aufgefordert hätte, nach Palästina zu gehen, hätte ich womöglich einige tausend Menschenleben gerettet. Zitat Ende. Danke auch noch für diese ergänzenden Erklärungen. Cordula, du beschäftigst dich in deiner Forschung ja viel mit feministischen Bewegungen, mit Frauenbewegungen. Wie sind denn die Reaktionen in feministischen Spektren auf das Massaker des 7. Oktober ausgefallen und welche Debatten und Konfliktlinien sind in diesem Zusammenhang auch sichtbar geworden oder vielleicht auch noch ein bisschen provokanter formuliert? Was denkst du denn, was sind die Gründe, warum sich auch so viele FeministInnen mit IslamistInnen solidarisieren, mit ihnen sympathisieren, obwohl umgekehrt IslamistInnen jetzt nicht dafür bekannt sind, als feminismusfreundlich hervorzustechen? Ja, danke für die Frage, die ist auf jeden Fall recht komplex. Ich werde mich hier langsam annähern. Zuerst würde ich vielleicht noch mal kurz was zum 7. Oktober sagen und da noch mal gerne zwei Videos, die am 7. Oktober viral gegangen sind, in Erinnerung rufen. Das eine Video zeigt die 19-jährige Nama Levi. Das war ein junges, blondes Mädchen, die aus einem Truck gezerrt wurde, wieder reingeschubst wurde. Sie ist immer noch Geisel der Hamas, das ist unklar, ob sie noch lebt, so wie leider über 130 andere Leute immer noch Geiseln der Hamas sind. Und man hat auf diesem Video gesehen, dass ihre graue Jogginghose im Schritt blutig war. Das zweite Video, was wirklich die ganze Welt gesehen hat, zeigt die 22-jährige Shani Luke, bei der mittlerweile klar ist, dass sie ermordet wurde. Man sieht eine wenig begleiteten Frauenkörper mit Tattoos und Dreadlocks auf einer Truckladefläche liegen. Da drauf sitzen mehrere vermummte Männer, schreien Allahu Akbar und sie wird einer johlenden Menge vorgeführt. Das waren die beiden Videos von vielen anderen Videos, die am 7.10. um die Welt gegangen sind. Das heißt, auch am 7.10. war direkt klar,
dass es dort Femizide gibt und dass es um sexualisierte Gewalt ging. Es war auch klar, dass die Hamas keine Befreiungskampftruppe ist oder so, sondern eben das, was sie ist, eine islamistische Mörderbande. Denn wenn wir auf andere Befreiungskämpfe schauen, wie zum Beispiel auf den kurdischen Befreiungskampf, man hat noch nie in der Geschichte des kurdischen Befreiungskampfes ähnliche Bilder gesehen. Also ja, ich glaube, am 7.10. war eigentlich klar, was da passiert ist. Und dann nochmal zur Einordnung von sexualisierter Gewalt und Femizid in dem Kontext. In bewaffneten Konflikten ist das seit Langem eine etablierte Methode. Und da geht es eben darum, den größtmöglichen Horror in der Zivilbevölkerung auszulösen. Was auf jeden Fall in dem Konflikt noch neu ist, in der Qualität, ist, dass eben die Hamas sich selber beim Vergewaltigen und Morden gefilmt hat und das Ganze auf Social Media live teilweise gestreamt wurde. Die meisten von euch kennen diese schlimmen Bilder. Und diese Methode, sich selber beim Vergewaltigen und Morden zu zeigen, kann eben als moderne Form der Zurschaustellung von Kriegstrophäen begriffen werden. Und die Hamas hat dadurch eine doppelte Stärke gezeigt. Einmal quasi, indem sie die Tat vollzogen hat. Und das zweite Mal hat sie versucht, ihre Stärke zu demonstrieren, indem sie es quasi online für immer festgehalten hat. Der Frauenkörper, gegen den sich das gerichtet hat, beziehungsweise gegen die hunderten Frauenkörper und eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer und queere Personen sind der sexualisierten Gewalt an dem Tag zum Opfer gefallen, steht dann eben als symbolisch für den Fortbestand des israelischen Volkes. Und der Frauenkörper wird dann eben so auch zum Symbol für die Nation, die verletzt werden will. Das heißt, er wurde quasi zum Schlachtfeld für diesen libidinösen Feldzug von antisemitischem und misogynen Hass. Internationales Recht sieht sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe an, wenn sie absichtlich, strategisch und systematisch durchgeführt wurde, und all das, wie mittlerweile unzweifelhaft bewiesen wurde, ist am 7. Oktober eben passiert. Sie wertet das dann, also das internationale Recht wertet sowas als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als genozidal. Normalerweise, wenn solche Sachen passieren, ist es eben so, dass feministische und Menschenrechtsorganisationen sowas sofort und aufs Schärfste zu Recht verurteilen. Und das wäre eben auch diesmal erwartbar gewesen. Erwartbar wäre gewesen, dass es einen weltweiten Aufschrei gibt, wenn nicht schon von allen Organisationen, dann zumindest von den feministischen Organisationen. Denn wenn was feministischer Konsens ist über die Jahre, dann, dass Betroffenen von sexualisierter Gewalt geglaubt wird. Ja, leider ist genau das nicht passiert. Es gab erstaunlich wenig Reaktionen. Das kann man als Dethematisierung des Ganzen fassen, zum Beispiel bei UN Women, das ist ja quasi das Komitee zur Stärkung der Frauenrechte weltweit, eines der größten Komitees, gab es das erste Statement am 20. Oktober, also fast 2 Wochen nach der Tat, das ist ganz schön lange, und in dem Statement wurden dann leider nicht die sexualisierte Gewalt an den israelischen Frauen verurteilt, sondern es wurde auf die prekäre Lage der Frauen und Kinder in Gaza hingewiesen. Und das natürlich auch zu Recht. Frauen und Kinder sind immer die, die unter Kriegen am meisten leiden. Also ne, dieser Hinweis gab es zu Recht, aber was natürlich gefehlt hat, war der Hinweis auf den systematischen Femizid und auf die sexualisierte Gewalt. Erst 2 Monate später, am 1. Dezember, hat UN Women dann ein Statement veröffentlicht, wo sie wirklich auch die sexualisierte Gewalt gesamt im Nahen Osten verurteilt haben. Was es immer noch nicht gab, ist eben ein Statement in Bezug auf das, was den israelischen Frauen passiert ist. Ja, und die Folgen dessen sind natürlich dramatisch. Also zum einen sind die Betroffenen und ihre Angehörigen, wenn Betroffenen von sexualisierter Gewalt nicht geglaubt wird, kann man das als zweite Traumatisierung bezeichnen. Dass den israelischen Frauen von so vielen Leuten nicht geglaubt wird, hat auch Konsequenzen weltweit für die feministische Bewegung, weil sich eben so wenig feministische Organisationen solidarisch gezeigt haben. Ist es eben dieser Bruch mit dem feministischen Konsens, und es ist dadurch für alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt schwieriger geworden, sich darauf zu verlassen, wenn sie über das, was ihnen passiert ist, sprechen, dass ihnen auch geglaubt wird. Und das ist wirklich ein Schaden, der die feministische Bewegung noch nachhaltig verfolgen wird.
Denn man muss sich das mal vorstellen, wenn sogar alles auf Video aufgezeichnet wird und selbst dann es keinen weltweiten Aufschrei gibt, was muss denn dann noch passieren, dass Betroffenen geglaubt wird? Ja, das ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage, den du mir gestellt hast, war ja, wieso so viele Feministinnen Islamistinnen unterstützen. Da würde ich gerne vorwegschieben, dass ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, weil so ein Diskurs immer schnell anschlussfähig für eine rechte Hetze ist. Und der schlimmste Antisemitismus kommt nicht von woken linken Feministinnen und auch nicht insgesamt von einer rassismuskritischen Linken, sondern der schlimmste und tödlichste Antisemitismus kommt immer noch von rechts. So, das muss man festhalten, vor allem in unseren Breitengraden. Der kommt von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft, denn die Mitte der Gesellschaft hat die NS-Zeit möglich gemacht und den Holocaust. Das darf man, glaube ich, in dem Kontext nicht vergessen. Trotzdem ist es ja bemerkenswert, dass es eben diesen feministischen Aufschrei nicht gab. Und eine Antwort würde ich da gern auf drei Ebenen geben. Einmal auf einer individuellen Ebene, dann auf einer bewegungspolitischen Ebene und dann auf einer Theorieebene. Die individuelle Ebene ist so die einfachste und knappeste Antwort. Feministinnen können natürlich auch Antisemitinnen sein, so wie alle anderen Menschen auch. Also von Diskriminierung betroffen sein, schützt nicht davor, TäterInnen in Bezug auf andere Diskriminierungsformen zu werden. Und wenn man sich anschaut, wie weit verbreitet Antisemitismus in der Weltbevölkerung ist, naja, wieso sollten dann Feministinnen keine Antisemitinnen sein? Das sind ja Menschen wie alle anderen auch. Die zweite Ebene ist der bewegungspolitische Kontext und wir haben im deutschsprachigen Raum eben seit 2 Jahrzehnten mittlerweile einen Trend zur PalästinenserInnen-Solidarität in der feministischen Bewegung. Das sieht man zum Beispiel an so ja, kulturpolitischen Akteurinnen wie BDS, also Boycott, Divestment, Sanction. Das hattest du, Andi, vorhin schon angesprochen, die halt versuchen, Kultureinrichtungen zum Beispiel unter Druck zu setzen, Veranstaltungen mit israelischen KünstlerInnen abzusagen, aber auch bei Queers for Palestine oder bei DJs for Palestine kommt das alles zusammen und das sind eben so sehr ja, zentrale bewegungspolitische Akteurinnen, die quasi diesen Diskurs immer weiter nach Richtung Antisemitismus schieben. Das geht so weit, dass proklamiert wird, Palestine is a feminist issue und dann wird immer gesagt, naja, bis nicht Palästina frei ist, kann keine Frau oder Queer auf der Welt frei sein und wo da der Zusammenhang ist, der ist nicht ganz klar. Und natürlich muss man sagen, gibt es einfach feministische Ikonen, so wie Judith Butler oder Jaspir Puar, die sich eben dezidiert auch immer wieder antisemitisch äußern. Judith Butler zum Beispiel 2006 die Hamas und die Hisbollah als ja, linke Freiheitskämpferinnen bezeichnet. Jaspir Puar ist dann auch mein Link zum letzten Punkt, zu den Theorien. Und zwar gibt es eben auch in der queer-feministischen Theorie Anknüpfungspunkte oder sogar explizite antisemitische Verdrehungen. Zum Beispiel bei Jaspir Puar, die hat die Begriffe Homonationalismus und Pinkwashing geprägt. Und Pinkwashing zielt quasi als Theoriekonstrukt darauf ab, den Staat Israel ihm zu unterschieben, dass er sich eigentlich gar nicht wirklich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzt, sondern das nur tut, um von seiner PalästinenserInnenpolitik abzulenken. Und auch weiter, das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement schon gesagt, gibt es eben in der postkolonialen Theorie, die sehr mit so einer queerfeministischen Theorie verknüpft ist, eben auch diese Leerstelle Antisemitismus, wo sie einfach gar nicht begreifen kann, wo sie jetzt antisemitistisch wird. Also ich glaube, ganz begreifen kann man es nicht, wie Feministinnen sich mit Leuten solidarisieren, die auf jeden Fall kein emanzipatorisches Gedankengut vertreten, aber es ist leider die Realität. Ja, danke auch hier für deine kompakten Zusammenfassungen von sehr komplexen Überlegungen. Es wird ja natürlich ein bisschen schwierig, den großen Sprung zu Hannas Themen zu finden, aber ich glaube, damit leiten wir dann auch gleichzeitig den letzten Frageblock hier vom Podium ein, nämlich Hanna, du beschäftigst dich ja, wie in der Einleitung schon angekündigt, viel mit
Antisemitismus und rassismuskritischer Bildungsarbeit, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in der Lehrerinnenbildung. Du hast kurz nach dem Massaker des 7. Oktober auch hier an der Universität eine Fortbildungsreihe angeboten, vor allem für Lehrkräfte mit dem Thema Nahostkonflikt als pädagogische Herausforderung. Kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, einerseits wie solche Angebote angenommen werden, aber auch was dir bei der Umsetzung innerhalb von solchen Angeboten auch wichtig ist? Ja, gerne. Also grundsätzlich habe ich oder erlebe ich einen sehr großen Andrang und auch sehr viel Interesse an Workshops und Weiterbildungsangeboten zu dem Thema. Und genau, ich glaube eher, dass das Problem ist, dass das nicht alles so viel abgedeckt werden kann. Also teilweise von schulischer Seite und teilweise aber auch von Pädagoginnen an sich. Für mich zentral steht immer die Frage, welche Zielsetzungen man denn eigentlich mit einer bestimmten pädagogischen Intervention anstrebt. Denn so ist es vielleicht allgemeiner gehalten zum Thema Nahostkonflikt eher das Ziel, eben auf mehr Perspektivität abzuzielen, Sensibilisierung zu Ideologien der Ungleichwertigkeit und Prävention von Extremismus und Ablehnung von Faschismus anzustreben. Es ist aber in manchen Situationen und vor allem, wenn viele Jugendliche zum Beispiel selbst emotional sehr stark in den Konflikt involviert sind und sich sehr stark betroffen fühlen, auch nicht möglich, mehrere Perspektiven sehen zu können und den Konflikt mit historischen Fakten zu bearbeiten. Dafür gibt es zwar schon gute Materialien, aber das kann nicht immer eine realistische Option sein. Wenn es nicht möglich ist, mit Fakten zu arbeiten, geht es vielleicht eher zunächst darum, auf Interventionen zu setzen und bei verletzenden und diskriminierenden Aussagen einzuschreiten und Jugendliche und ihre Betroffenheiten auch aufzufangen. Ich denke, da kann es zum Beispiel ganz gut sein, Jugendliche zu fragen, ob es Gesprächsbedarf gibt. Dann wären zum Beispiel eher offene Gesprächsrunden mit einer narrativen Gesprächsführung denkbar und eher ein Anstreben von einem Minimalkonsens. Worauf können wir uns überhaupt eigentlich einigen? Was müssen wir aber ablehnen? Also ich sehe einerseits wichtig, eben Gewalt und Terror schon klar zu verurteilen als Pädagogin, aber Jugendlichen auch Räume zu eröffnen, über ihre Gefühle und auch Ungerechtigkeitsempfindungen und Gedanken sprechen zu können. Und da möchte ich auch auf die Funktionen nochmal von Rassismus und Antisemitismus eingehen, weil das sehe ich als sehr zentral, um überhaupt gegen Antisemitismus und Rassismus vorgehen zu können. Noch ein Hinweis, ich möchte sagen, dass die meisten Jugendlichen auch kein extremistisches oder kein geschlossenes Weltbild haben und Antisemitismus und Rassismus sehe ich als unterschiedliche Phänomene, aber sie sind meistens in extremistischen Weltbildern vorhanden und teilen auch gemeinsame Betroffenheitsgeschichten und teilweise haben sie ähnliche Funktionen. Grundsätzlich sehe ich es als sehr zentral an, dass Antisemitismus und Rassismus nicht bei den von Antisemitismus oder Rassismus Betroffenen gesucht wird, sondern eben die Täter und Täterinnen, also die Antisemitinnen oder Rassistinnen, in den Fokus rücken. Es geht nämlich darum, dass Antisemitismus und Rassismus Projektionen sind auf die betroffene Gruppe. Das bedeutet eben, dass die Ressentiments nicht von realen Verhaltensweisen von zum Beispiel Juden und Jüdinnen oder Musliminnen und Musliminnen abgeleitet werden, sondern es geht darum, dass eigene unbewusste, unerwünschte Anteile im anderen gesehen werden. Man spricht auch von Wendung auf das Subjekt. Es geht also um eine Bedürfnisbefriedigung und damit kann man auch ansetzen, weil gefragt werden kann, okay, wie können die Bedürfnisse denn anders erfüllt werden, ohne eben auf antisemitische oder rassistische Denkmuster zurückzugreifen.
Ich möchte noch kurz, es ist schon mehrmals erwähnt worden, welche Funktionen auch Antisemitismus und Antisemitismus vor allem erfüllt. Ich fasse die noch mal kurz zusammen. Nämlich einerseits eben, wie schon erwähnt, geht es um eine narzisstische Zufuhr, also die Welterklärungsfunktion. Die Welt ist komplex und oftmals schwer zu ertragen und auszuhalten. Deswegen werden die gesellschaftlichen Verhältnisse hier sehr vereinfacht und es kommt eben zur Zweiteilung, Dichotomisierung. Auf der einen Seite stehen Unterdrücker oder die Kapitalisten, auf der anderen Seite die Unterdrückten. Eben Juden und Jüdinnen oder die Zionisten werden dann oft auf die unterdrückerische Seite gestellt. Das ist oft verbunden mit Verschwörungstheorien und es handelt sich um eine binäre Weltsicht und man fühlt sich eben moralisch überlegen und Ambiguitäten müssen nicht ausgehalten werden. Genau, eine zweite Funktion wäre, nein, das ist nicht die zweite, das ist auch nochmal Welterklärung, aber man findet das auch in der verkürzten antikapitalistischen Kritik, nämlich bei der das kapitalistische System an sich nicht kritisiert wird, sondern eben nur im personifizierten Kapitalisten. Das ist damit auch herrschaftsstabilisierend. Eine weitere und auch schon erwähnte Funktion von Antisemitismus ist auch die Legitimation eben von Gewalt und Hass. Es wird eine Opfer-Täter-Umkehr vollzogen und die Opfer von früher werden heute zum Beispiel im Nahostkonflikt als Täter von heute gesehen. Das ist eben eine klassische Schuldabwehr. Und es zeigt sich nochmal, man fühlt sich selbst als ein Opfer und glaubt, gegen Autoritäten rebellieren zu können. Das sind aber falsche Autoritäten, falsche Feinde, eine klassische Sündenbock-Funktion hier. Damit wird eben jeder Widerstand dann legitimiert. Rassismus und Antisemitismus kommen auch gemeinsam vor, wie es etwa in der Verschwörungstheorie von Soros und mit dem Lenken von vermeintlichen Migrationsströmen zu sehen ist. Hier wird eben kommen rassistische und antisemitische Denkweisen zusammen. Rassismus und Antisemitismus sind auch beide gemeinschaftsstiftend, denn man grenzt sich eben von einer Gruppe ab und ein Wir-Gefühl entsteht. Ich sehe eben die Notwendigkeit des Verstehens der Funktionsweisen von Antisemitismus und auch Rassismus nicht zuletzt darum als relevant an, weil er genau dann starken Zulauf bekommt, wenn sich Menschen als VerliererInnen der Modernisierung fühlen und sich betroffen fühlen von verschiedenen Ungerechtigkeiten. Ja, vielen Dank auch für deine Erläuterungen nochmal, wie du dann tatsächlich im Klassenzimmer oder auch mit Lehrkräften, mit Pädagoginnen tust. Ich glaube, da können wir uns alle schon viel mitnehmen davon. Die Zeit ist jetzt schon ziemlich fortgeschritten, deswegen würde ich euch bitten, auf meine zweite Fragerunde möglichst kurz und prägnant zu antworten. Andi, Hanna hatte jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es einerseits einen großen Bedarf gibt an Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und andererseits aber auch, dass Lehrkräfte oftmals sehr überfordert sind beziehungsweise viel an die ausgelagert sind. Du selbst bist ja auch sozusagen in der LehrerInnen-Weiterbildung oder in der Fortbildung von pädagogischen Kräften sowie auch mit SchülerInnen oftmals aktiv. Was war denn so deine Wahrnehmung, wie haben denn AkteurInnen der politischen Bildung beziehungsweise auch von offizieller Seite in den Bildungseinrichtungen jetzt reagiert und was hältst du auch von so nationalen Plänen, Aktionsplänen gegen Antisemitismus, die sozusagen von offizieller Seite so übergestülpt werden? Wie würdest du das einschätzen? Ja, in deiner Frage, die war ich schon sehr suggestiv, also mit der Überstülpung und so weiter. Und ich bin da auch bei dir, das kritisiere ich oft, solche Pläne, die so großspurig dann präsentiert werden, wo
dann im Endeffekt wenig überbleibt und die nicht sehr nachhaltig sind, mit einigen Ausnahmen. So ist auch hier, ist es eben gelungen, wirklich Geld auch ja, zu, nicht zu lukrieren, aber also dieser Forderung nach mehr Geld für Präventionsworkshops, für politische Bildung, der ist auch hier wieder nachgekommen worden. Das heißt, es werden da eben mehr, wie auch schon in der jüngeren Vergangenheit, unabhängig vom 7. Oktober, da gab es unter der jetzigen Regierung schon Verbesserungen im Vergleich zu vorangehenden Regierungen, dass man da endlich diesen ganzen Versprechen vom Ausbau der politischen Bildung und so weiter, zumindest auf dieser Ebene der Workshops, der schulfremden Arrangements, da hat sich doch einiges getan und das ist im Übrigen sehr wichtig. Und da bin ich schon bei den Lehrerinnen, wir haben dann nach dem 7. Oktober, und das wird auch in den Zeitungen immer wieder so nicht namentlich genannte Lehrerinnen, die dann sagen, oh Gott, so schrecklich, traue mich gar nicht in die Klasse, weil, und jetzt kommt, ja, ihre Jugendlichen, die sie sozusagen in Wien, ich spreche jetzt von der Wiener Situation, in neuen Mittelschulen, die sie ja, wie wahrnimmt, nicht als Jugendliche, als 12-, 13-Jährige mit den Problemen, die sie haben, einer bestimmten sozialen Schichtung, mit Migrationshintergrund, sondern nein, und das passiert gar nicht bewusst, da geht es wirklich um Verstrickungen, auch in Rassismus, naja, als Muslime oder noch schlimmer, wie das Susanne Wiesinger formuliert hat, Kulturkampf im Klassenzimmer. Ja, wie wenn Lehrerinnen ja sozusagen in erster Linie da im Kulturkampf Früherkennung von Radikalisierung und so weiter. Dieser Generalverdacht, ja, der wirklich ganz fatale Auswirkungen hat, sowohl bei den Betreffenden selbst, die Lehrerinnen lebend, weil sie so Angst haben, alle Muslime sind antisemitisch, und umgekehrt, sozusagen im Sinne einer sich negativen, selbst erfüllenden Prophezeiung, dann oft verwirklicht wird. Ja, dass die Jugendlichen, wenn man mit so einem Generalverdacht reingeht, zu Jugendlichen, die sich muslimisch identifizieren oder so gelesen werden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die dann wirklich sich so verhalten, wie man erwartet. Ja, das ist, darum ist es auf mir immer so wichtig, möglichst ja, ungebiased, geht eh nicht, aber mir allem auch meine eigenen Bias bewusst zu machen. Ja, und das können schulfremde Personen viel besser wie Lehrerinnen. Ich kann reingehen in der Klasse und das mache ich auch so, hallo, ich bin der Andi, bin voller rassistischer, antisemitischer Vorurteile. Schauen Sie mir mal so an. Boah. Wir haben gedacht, wir machen Antirassismus. Nein, es geht Rassismuskritik, Antisemitismuskritik. Da ist dieses sozusagen im Hinten anstellen der Kritik, das Selbstreflexive im Begriff sozusagen mitgenommen. Und das ist für Lehrerinnen offenbar sehr schwierig. Ja? Und zum einen, weil sie institutionell, es ist nicht ungefährlich, in einer Institution wie Schule als Lehrerin eigene Vorurteile auch einzuräumen. Das könnte einmal gegen einen verwendet werden, das weiß ich. Darum eben, dieses Angehaltensein auf Schul- oder Verwiesensein auf schulfremde Arrangements. Aber ich muss noch auch sagen, und ich stelle mir normal immer schützend vor die Berufsgruppe, wenn die Gesellschaft gerade nach solchen Ereignissen immer so schnell ist. Ja, wir müssen eben die Gesetze verschärfen und in der Schule alle Jugendlichen noch mal tausend wieder in den Minister Strasser, das vor Jahren noch in dem vorher neonazistischen Vorfall mal gemeint hat, noch mal tausend zur Schutzimpfung. Ja, also dieses Denken dahinter auch, wie wenn recht oder möglichst viel und oft auch richtige Holocaust-Education quasi eins zu eins automatisch zu einer Immunisierung gegenüber heutigen Extremismus und Antisemitismus führt, ist eine Illusion. Darum ist es eben so wichtig, neben und zur Holocaust-Education, die ausgebaut gehört, die Jugendlichen im Übrigen, egal mit welchem Rucksack, mit welcher Herkunft, wie auch immer, ja, mit welcher Religion, die Jugendlichen fragen das nach. Der Schlussstrich, von dem mir Lehrerinnen an den pädagogischen Hochschulen, in die ich seit 25 Jahren gehe, immer wieder kommen zu machen, ja, die Jugendlichen wollen ja nicht mehr. Das stimmt nicht, das sind die Lehrerinnen. Ja. Die Jugendlichen sagen zu 80%, ja, der 14- bis 19-Jährigen, sie möchten in der Schule mehr über Nationalsozialismus und Holocaust lernen. 80%. Und wie gesagt, das sagen auch die, unter Anführungszeichen, mit Migrationshintergrund. Warum? Naja, weil ja dieses Wissen ihnen hilft, die österreichische Gesellschaft zu verstehen. Die kann man nicht verstehen, ohne den Holocaust zu verstehen und vor allen Dingen den Umgang nach 45 damit. Ja. Also im ureigensten Interesse der Jugendlichen melden sie hier einen Anspruch. Und ganz zum Schluss, gegen die Überforderung der Lehrerinnen, da gibt es schon auch sowas wie eine Hohlschuld. Ja. Nämlich insofern, das kann ich da auch erzählen, in den letzten, mit Bruch Corona, klar, aber auch davor, die, würde ich sagen, 2 Jahre und dann jetzt 2 Jahre, alle Veranstaltungen, die ich an der Pädagogischen Hochschule Wien mit dem Titel Antisemitismus hatten, ja, Fortbildungen sind nicht zustande gekommen. Keine einzige. Ja, und jetzt
schummeln wir immer ein bisschen und reden wir von Extremismusprävention und ich mache dann Antisemitismus, aber bitte das unter uns. Aber Sie sehen auch, ja, das Interesse wäre in ruhigeren Zeiten wäre es wichtig gewesen, dass man sich, ja, ihr war nicht die Patentlösungen, aber eher, dass man diskutiert und sich die Tools holt, die Methoden austauscht, hat keinen interessiert. Jetzt sagen alle her, was soll man denn tun, was wir sind so überfordert. Also ein bisschen eine Hohlschuld gibt es hier auch. Andi hat jetzt schon irgendwie Gesetzesänderungen angesprochen. Auch in Österreich hat Innenminister Karl Nehammer eine Gesetzesänderung oder ein Gesetz in Auftrag gegeben, dass künftig das Verbrennen von Fahnen, allen voran natürlich der israelischen, aber natürlich auch allen anderen, unter Strafe stellen soll. Isolde, wie siehst du solche Verbote, auch im Hinblick auf Verbote von antisemitischen Demonstrationen? Kommen wir mit Verboten wirklich weiter? Und auch das ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage. Leicht suggestiv, ja. Also ich finde das total ambivalent, weil einerseits finde ich, dass die Debatte jetzt ein bisschen den Raum öffnet, zu ermöglichen, auch über Antisemitismus auf der Straße und antisemitische Parolen zu sprechen, wenn sie nicht auf Deutsch geäußert werden und da wirklich sehr krasse Parolen gerufen wurden in den letzten Wochen in Wien, über die kaum berichtet wird, weil ganz einfach und die auch kaum verfolgt werden, obwohl sie extrem offen judenfeindlich sind, weil die Polizei das dann schlicht nicht versteht, nicht wahrnimmt und auch nicht verfolgt. Aber natürlich, das Ziel von so einem Gesetz ist ja nicht, den Antisemitismus wirklich zu kritisieren oder zu bekämpfen, sondern ihn in ein bestimmtes Licht zu stellen und bei einer bestimmten Gruppe zu suchen. Und man muss auch dazu sagen, und ich bin nicht in der Bildungsarbeit so erfahren wie ihr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass gesetzliche Einschränkungen auf spezifische Themen in der Präventionsarbeit besonders wertvoll sein können. Es muss irgendwie darum gehen, Antisemitismus als das zu begreifen, was er als Denkweise ausmacht und auch zu versuchen, ein Denken Jugendlichen und auch Erwachsenen nahezulegen, das nicht in diese Falle, sag ich mal, also in dieses grundkomplexitätsreduzierende, vereinfachende Weltbild kippt, sondern eben das, was du schon gesagt hast, Hanna, das Aushalten von Widersprüchen, die Toleranz über auch darüber, dass man nicht alles wissen kann und nicht jedes Problem auf der Welt einfach und in Schuldzuweisung gegen eine Gruppe zu erklären ist. Genau, und wenn man nicht über diese Inhalte und über den Hintergrund und die Ideen, die dahinter stecken, von Antisemitismus spricht, dann können auch diese Verbote keine Prävention oder keine, vor allem keine Lösung sein dieses Problems. Danke. Ich würde gerne mit dir, Cordula, weitermachen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz ein paar Perspektiven formulieren, wie es so weitergehen kann, auch in Bezug auf die von dir formulierten Kritikpunkte. Also denkst du, Antisemitismuskritik und postkoloniale theoretische Zugänge finden in absehbarer Zeit nochmal zueinander? Wie können feministische Bewegungen vielleicht künftig auch sensibler oder kritischer unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus gegenüber auftreten? Ja, eine hoffnungsvolle Frage zum Ende. Also ich glaube, es ist natürlich möglich, diese beiden Theorieansätze zusammenzudenken. Und ich glaube, der erste Schritt wäre, wenn die Leute, die Theorieproduktion betreiben oder die in der politischen Bildung tätig sind oder ja, sich sonst wie politisch betätigen, erstmal verstehen würden, dass es da eine andere Sichtweise auf Theorie gibt und wirklich ernster versuchen würden, die erstmal zu verstehen. Also erstmal so gutwillig und im besten Sinne und mit bestem Gewissen quasi versuchen, diese Theorie zu verstehen und zu verstehen, was will die mir eigentlich sagen und was kann ich vielleicht auch davon lernen und das eben in beide Richtungen. Also ich glaube, das würde schon viel helfen, damit den Leuten erstmal klar wird, wo versteht man sich eigentlich nicht. Und das andere wäre, dass so eine Doppelstrategie, also ich würde mir
wünschen, dass Leute wirklich ganz klar Antisemitismus und Rassismus, wenn er geäußert wird, verurteilen und das halt nicht nur auf irgendwelchen Demonstrationen oder in Social Media, sondern vor allem halt auch in ihrem persönlichen Nahumfeld oder in der Straßenbahn, also da, wo das alles eben passiert, da wirklich deutlich widersprechen und gleichzeitig aber auch nochmal bei sich selber gucken und da auch nochmal anfangen, vielleicht rassistische oder antisemitische Stereotype zu überdenken. Deswegen hat mir das gerade auch gut gefallen, Andi, als du das gesagt hast, wie du deine Vorträge eröffnest. Ich mache das tatsächlich ähnlich. Ich sage immer, ja, ich bin in Deutschland sozialisiert und deswegen habe ich halt Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Ableismus internalisiert, weil meine Gesellschaft, in der ich aufgewachsen ist, ebenso ist. Und wir können alle nur versuchen, das zu reflektieren und da drauf aufzubauen und weiterzugehen. Also mehr haben wir, glaube ich, gerade nicht, um wieder versuchen, zueinander zu finden. Ja, danke auch an dich, Anne, für die Perspektiven. Hanna, dir würde ich jetzt das Abschlusswort von dieser Fragerunde geben. Kannst du in aller Kürze nochmal sozusagen die Gefahren, Herausforderungen, aber auch die Potenziale politischer Bildungsarbeit im Hinblick auf die von uns diskutierten Themen zusammenfassen? Ja, ich kann mich vielleicht dem Film von dem Gesagten einfach anschließen und sehe es gleichzeitig als Herausforderung und Grenze auch an, also die strukturellen Bedingungen einfach von Bildungsarbeit, und da müsste natürlich viel verändert werden. So ist es, weiß man ja auch, dass die frühkindliche Erziehung sehr relevant ist, und da müsste meines Erachtens zum Beispiel die Elementarpädagogik viel aufgewertet werden, denn Menschen werden eben oder können resilienter vor allem von Beginn an gemacht werden, wenn hier eine gute Erziehung und Begleitung stattfindet. Grundsätzlich finde ich es auch notwendig, eben dann Bildungsbenachteiligungen abzutreuen und einen Betreuungsschlüssel zu erhöhen. Auf einer ideologischen Sichtweise sehe ich die Haltung eben, wie schon gesagt, der Lehrpersonen als zentral an, und da gibt es eben die eigenen Ressentiments auch zu hinterfragen, um das dann auch bei Jugendlichen anregen zu können. Und es geht eben darum, sich bewusst zu werden, welche Verhältnisse auch zu Faschismus führen können und dass also die Komplexität von gesellschaftlichen Verhältnissen anerkennen zu können. Und nicht alles zu verstehen, sondern das auch auszuhalten, dass man nicht alles versteht. Und da ist es auch relevant, bei der Lehrperson anzusetzen. Für die Möglichkeiten sehe ich, dass auch eben Jugendliche zur Selbstreflexion angeregt werden, sehe ich Identifizierungsmöglichkeiten und Vorbilder als zentral an und geeignete Herangehensweise, um eben Komplexität und Ambiguität auszuhalten und Kritik üben zu können, ohne auf personifizierte Schuldzuweisungen zurückzugreifen. Da möchte ich nur mit einem Beispiel anschließen, nämlich so Verflechtungsgeschichten sind da meistens oder finde ich als sehr zielführend und sinnvoll, nämlich zum Beispiel Verflechtungsgeschichten in dem Sinne, dass Muslime und Musliminnen während dem Zweiten Weltkrieg Juden und Jüdinnen versteckt und gerettet haben, und auch heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass Musliminnen, also muslimische Beduinen am 7. Oktober Juden und Jüdinnen gerettet haben, und solche Narrative laufen auch den gängigen Dichotomien entgegen und sehe ich als sehr zentral an. Ja, danke für die kompakte Zusammenfassung hier nochmal am Schluss. Ich bedanke mich einerseits für die wertvollen Impulse hier am Podium, die vielen spannenden neuen Perspektiven, wo sich sicher noch viel weiter diskutieren lassen würde. Wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, bis um 22 Uhr draußen bei einem Buffet noch das eine oder andere Gespräch fortzusetzen. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei den Menschen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben, also einerseits dem Institut für Erziehungswissenschaften, aber auch der ÖH, der Uni Innsbruck und allen anderen, die noch mitgeholfen haben, und bei Ihnen natürlich auch fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und auch nochmal das Einbringen weiterer Perspektiven. Vielen Dank. Applaus